Gezeichnet habe ich eigentlich schon immer, seit ich einen Stift halten konnte. Ich habe auch meinen Mitschülern immer Pferde gezeichnet oder was immer sonst. Geschichten erzählt habe ich meinen Brüdern schon sehr früh, weil die immer neue Folgen von Raumschiff Enterprise hören wollten und ich die erfinden musste. Damals gab es ja noch Schwarz-Weiß-Fernsehen und nur einmal die Woche eine Folge. Wir sind jetzt gerade in meinem Schreibzimmer. Das heißt, hier wird eigentlich nicht illustriert. Hier wird wirklich geschrieben. Und deswegen sieht man so mein ganzes Recherchematerial und vieles andere. Ich habe auch vier kleine Wohnungen hier drin, denn dieses alte Haus aus dem 17. Jahrhundert war mal eine Alabasterwerkstatt. Und das waren die Ställe. Und heute sind das vier kleine Wohnungen, weil ich junge Künstler aus aller Welt hierher einlade, um hier zu arbeiten und auch einander kennenzulernen, auszutauschen, Freundschaften zu schließen. Man kann sich nicht bewerben hier, sonst würde ich nämlich ertrinken in Bewerbungen, sondern die Künstler kommen oft durch Wettbewerbe, manchmal aber auch durch, was man im Englischen so schön Serendipity nennt, den seltsamen Zufall, den wir nicht ganz erklären können. Ja, ich war eigentlich Sozialarbeiterin, obwohl meine Familie gewollt hatte, dass ich Kunst studiere. Ich bin genau umgekehrter Fall und habe gesagt, nein, die Welt braucht jetzt mal jemanden, der sie ein bisschen besser macht. Das ist wichtiger, als Bilder an reiche Leute zu verkaufen. Ich glaube, das war mein Originalton damals. Also habe ich erstmal Sozialarbeit studiert und habe dann auf einem Bauspielplatz mit wilden Kindern gearbeitet und erwischte mich dabei, dass ich denen immer Geschichten erzählte und mit denen zeichnete. Also dachte ich mir, vielleicht kann man gegen sein Talent doch nicht leben und habe zusätzlich eine Ausbildung als Illustrator gemacht. Illustratoren, die ich besonders bewundere, wie Tony Ross oder Sean Tan oder viele andere, das würde ich nie versuchen, die nachzumachen. Ich glaube einfach, dass die in einer anderen Liga spielen als ich als Illustratoren. Was das Schriftstellen betrifft, so war immer Astrid Lindgren mein Vorbild, aber gar nicht mal so sehr, wie sie schreibt, obwohl ich das auch sehr liebe, sondern wie sie als Mensch ihr Leben gelebt hat, dass sie sich engagiert hat, dass sie die Verantwortung als Geschichtenerzähler begriffen hat. Das hat mich bei ihr immer sehr beeindruckt. Ich werde oft gefragt, was mein erfolgreichstes Buch ist, aber das kann man ja eigentlich nicht messen. Nicht? Also woran soll man das messen? Wer hat die meisten Preise gewonnen? Das ist vielleicht der Herr der Diebe. Wer ist in die meisten Sprachen übersetzt worden? Das ist Drachenreiter, Tintenherz und der Herr der Diebe. Ich habe auch so ein paar heimliche Lieblinge wie die Igreiner ohne Furcht, als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel und das Piratenschwein, die für mich als Geschichtenerzählerin ein ebensolcher Erfolg sind. Und ich denke, die besten Bücher, die ich wahrscheinlich bislang geschrieben habe, das sind die letzten zwei Reckless-Bücher. Derzeit arbeite ich am Schlusslektorat von zwei Büchern. Einmal dem Grünen Königreich. Das wird meine Liebeserklärung an Pflanzen sein, aber natürlich in eine Geschichte gepackt. Außerdem arbeite ich an der Farbe der Rache. Da werde ich auch noch eine Weile dran arbeiten. Das ist das nächste Tintenbuch, falls man so sagen will. Aber es wird natürlich schon ein bisschen anders sein, weil es 5 Jahre später spielt.